Russland hat mit seinem Überfall auf die Ukraine das genaue Gegenteil dessen erreicht, was es eigentlich wollte. Die NATO ist heute einiger und stärker denn je. Nicht zuletzt durch den wahrscheinlichen Beitritt Schwedens und Finnlands. Heute diskutierten die Verteidigungsminister der NATO über die nächsten Schritte. Im Fokus die militärische Präsenz an der Ostflanke des Bündnisgebiets. Sie soll deutlich stärker ausgebaut werden. Die 30 Verteidigungsminister bereiten vor, was auf dem Gipfel Ende Juni in Madrid festgelegt werden soll. Es geht um nichts weniger als den Kurs der Allianz für die kommenden Jahre. Deutschland hat einen Vorschlag auf den Tisch gelegt. Eine multinationale Kampftruppenbrigade soll an der NATO-Ostflanke in Litauen für zusätzliche Sicherheit sorgen. Dauerhaft und unter deutscher Führung. Jetzt geht es darum, diesen Vorschlag mit Leben zu erfüllen, andere Verbündete zu finden, die sich hieran beteiligen und dann schnellstmöglich diese Kampftruppenbrigade aufzustellen. Der russische Angriff auf die Ukraine hat vor allem bei den baltischen Staaten für große Unruhe gesorgt. Sie machen Druck. Wenn wir 2014 richtig reagiert hätten, gäbe es kein 2022. Werden wir jetzt richtig reagieren, um den nächsten Krieg zu vermeiden? Das ist die große Frage. Dabei geht es auch um Waffen und Ausrüstung für die Ukraine. Die USA haben ihr Militärhilfspaket um eine weitere Milliarde aufgestockt und steuern Raketen, Haubitzen, Fahrzeuge, Munition und Funkgeräte bei. Deutschland hat 3 Raketenwerfer zugesagt. Vor 2 Wochen sollten es noch 4 sein. Damit gehe man an die Grenzen der Belastbarkeit, sagte Verteidigungsministerin Lambrecht. Mit einer Lieferung in die Ukraine rechnet sie Ende Juli oder Anfang August. Ja, analysieren wir diese beiden Themen zusammen mit Ulrike Franke, Politikwissenschaftlerin beim Forschungsinstitut European Council on Foreign Relations. Frau Franke, fangen wir mit der Reise des Kanzlers an. Hat er die Erwartungen erfüllt? Ich denke, größtenteils ja. Also er hatte ja in der Tat gesagt, er will nicht nach Kiew fahren, nur für einen Fototermin. Das heißt, er musste etwas mitbringen. Und es gab eigentlich letztendlich 2 Möglichkeiten, was er hätte mitbringen können. Zum einen noch mehr Waffen, also Waffenlieferungen, das Versprechen, da mehr zu machen. Oder eben diese Unterstützung des EU-Beitrittskandidatenstatuses. Und mehr Waffen, so richtig viel mehr können wir nicht oder wollen wir nicht. Und deswegen ist es jetzt wahrscheinlich auch eben diese Beitrittskandidatenstatus-Frage geworden. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Signal für die Ukraine, für die Welt. Und das hat Präsident Selenskyj sicherlich auch, ja, gefreut ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist sicherlich eine gute Unterstützung für die Ukraine. Also mit anderen Worten, diese Zusage, also dass die Ukraine Beitrittskandidat wird, diese Zusage ist viel wert. Die ist viel wert. Sie ist allerdings auch etwas gesichtswahrend. Also es ist ganz interessant, man muss aufpassen, hören Sie genau den Formulierungen zu. Es wird oft gesagt, wir unterstützen, dass die Ukraine Beitrittskandidat wird. Mhm. Das heißt nicht unbedingt, wir unterstützen, dass die Ukraine beitritt. Das sind 2 verschiedene Dinge. Also da gibt es keinen Automatismus. Und nur weil man Beitrittskandidat ist, ein Land, heißt es noch nicht, dass es auch beitritt. Wir haben in der Tat einige Länder, die seit Jahren und Jahrzehnten Beitrittskandidaten sind. Da liegt auch meines Erachtens sehr die Gefahr. Aber die Politiker, die das heute versprochen haben in Kiew und die das wahrscheinlich eben auch in Brüssel nochmal machen werden, die werden, wenn es dann dazu kommt, wahrscheinlich sowieso nicht mehr an der Macht sein. Insofern ist es auch relativ einfach, eben diesen Beitrittskandidatenstatus zu unterstützen. Das Ende des Krieges ist abhängig von der Standhaftigkeit des Westens. Und diese Standhaftigkeit stellt Putin gerade auf die Probe, indem er den Gashahn langsam zudreht. Welche politischen Folgen könnte das mittelfristig in Europa haben? Ja, es ist in der Tat so, dass je länger dieser Krieg andauert, desto größer ist die Gefahr von einer gewissen Kriegsmüdigkeit im Westen und gerade eben unter den Bevölkerungen. Wir haben gerade gestern neue Forschungsergebnisse publiziert bei ECFR, dem Forschungsinstitut, wo ich arbeite. Und da haben wir Umfragen in 10 europäischen Ländern gemacht. Und es sind schon jetzt 42% der Europäer in dieser Befragung der Meinung, dass der Ukraine-Krieg zu viel Aufmerksamkeit bekommt und die anderen Probleme des Landes nicht genug. Und in manchen Ländern, Polen, ich glaube Rumänien,
Rumänien sind sogar über 50%. Und da sieht man schon, es gibt eben auch andere Probleme natürlich, gerade aktuell eigentlich sehr viele, Kaufkraft, Energiepreise, Lebensmittelsicherheit, all diese Dinge. Und je länger der Krieg andauert, desto höher ist die Gefahr, dass die Bevölkerung und dann auch die Regierung in Europa sagen, naja, wir müssen uns auch um andere Dinge kümmern und dass dann noch die Einigkeit bröckelt. Lassen Sie uns noch zur NATO kommen. Sie hat heute in Brüssel getagt. Sie sind Expertin für europäische Verteidigungspolitik. Ist das Bündnis auf dem richtigen Weg? Ich würde sagen schon. Also die NATO ist wie alle Organisationen dieser Art so ein bisschen Work in Progress. Und dieser Progress, dieser Fortschritt wird gemacht. Es werden verschiedene Entscheidungen getroffen. Es wird neu aufgestellt. Es soll ein neues strategisches Konzept geben, was in Madrid beim nächsten NATO-Gipfel dann auch verabschiedet wird. Insofern in den großen Richtungen, in den großen Linien ja. Aber ja, Work in Progress. Es muss immer mehr getan werden und es verändert sich immer weiter. Sagt die Politologin Ulrike Franke. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.